Man erzählt sich in Extremsituationen, zeige ein Mensch erst sein wahres Gesicht. Selbstverständlich sind hier lebensbedrohliche Extremsituationen gemeint und nicht etwa glückliche, denn im Glück bestand noch nie die Notwendigkeit, das wahre Gesicht zu zeigen. Warum eigentlich? Nun, in der Natur, also in der Natur oder draußen im Wald und auf der Wiese und irgendwo da draußen, nicht in uns, da draußen. In dieser Natur haben sich vier große Strategien bewährt, die praktisch jedes Lebewesen in mehr oder weniger abgewandelter Form anwendet, wenn es in eine akute Gefahrensituation gerät. Das wären Gegenangriff, Flucht, Verstecken oder Totstellen. In dieser Natur muss kein lebendes Wesen jemals auf den analytischen Verstand zurückgreifen, um sich aus einer akuten Gefahrensituation zu retten. Das ist ein großes Geschenk, das allen Lebewesen gegeben wurde. In diesen Momenten einer akuten Gefahr greifen die Lebewesen ganz automatisch, oft so schnell, dass sie es selbst nicht bemerken, auf ihre Erfahrungen zurück. Auf ihre Erfahrungen, auf die Erfahrungen, die über viele Generationen gesammelt wurden. Und in einem Sekundenbruchteil haben sie schon reagiert. Jedes Lebewesen reagiert auf eine Gefahrensituation. Der analytische Verstand nämlich wäre in solchen Momenten zu langsam. Der analytische Verstand, der wohlüberlegtes, bewusstes Handeln ermöglicht. Handeln, das die Konsequenzen bedenkt, auch weiterreichende, nicht nur die unmittelbaren. Dieser Verstand, der uns den freien Willen ermöglicht. Den freien Willen, die Entscheidungskraft darüber, ob ich die Konsequenzen tragen möchte oder nicht. Und diese Entscheidungskraft kann als freier Wille bezeichnet werden. Freier Wille, der über Reflexe, über ein Reagieren in der akuten Situation hinausgeht. Nun wäre es vielleicht interessant, sich die Frage zu stellen, was denn in unserer mitteleuropäischen Gesellschaft geschehen muss, um eine derartige akute Gefahrensituation heraufzubeschwören. Was muss ein Mensch erleben? Welche Erfahrungen muss ein Mensch gesammelt haben, um sich in einer so akuten, lebensbedrohlichen Gefahrensituation zu sehen, selbst zu sehen? Denn nur das, was der Mensch selbst im Inneren empfindet, ist in diesem Fall wichtig und ausschlaggebend. Was kann das sein, dass der Verstand von den Urinstinkten, von den Reflexen umgangen wird, um das Leben zu retten? Woher kommt eine solche Extremsituation, in der ein Mensch sein wahres Gesicht zeigt? Dieses Geschenk der Reaktion auf eine akute Gefahrensituation in Sekundenbruchteilen wurde allen Lebewesen auf dieser unserer Welt gegeben, auch
uns Menschen. Es ist unser innerster Kern. Doch ist dieser innerste Kern tatsächlich auch unsere innerste Wahrheit? Oder ist er einfach nur ein Sammelsurium an Erfahrungen, an unseren eigenen, denen unserer Ahnen, denen der ganzen Welt? Ich weiß es nicht. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, wie ich es sehen möchte. Aber wissen tue ich es nicht.